und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer zweiten Staffel von Science in a Dome, Wissenschaft aus der Kuppel des Planetarium Wolfsburg. Heute wollen wir uns mit einem Planeten beschäftigen, den ihr vermutlich alle schon mal am Himmel bewundert habt, als strahlend hellen Punkt am Abend oder auch am frühen Morgenhimmel und der, man könnte durchaus sagen, zu den extremsten Orten im Sonnensystem gehört, denn auf diesem Planeten herrschen permanent Temperaturen zwischen 460 und 480 Grad Celsius. Das ist etwa doppelt so heiß wie in eurem Backofen zu Hause. Und warum es auf diesem Planeten so heiß wird, das wollen wir uns heute mal ein bisschen näher angucken. Ja, und der Planet, von dem ich rede, vielleicht wisst ihr es schon, das ist die Venus. Ja, die Venus ist von der Sonne aus gesehen der zweite Planet in unserem Sonnensystem, also der innere Nachbarplanet der Erde. Sie ist ungefähr so groß wie die Erde, also nur ein bisschen kleiner als unser Heimatplanet. Sie besitzt keinerlei Monde, dafür aber eine dichte Atmosphäre, in der gelblich-weiße Wolken aus Schwefelsäuretröpfchen permanent den Blick auf die Oberfläche verschleiern. Das heißt, wenn man wissen möchte, wie die Oberfläche der Venus aussieht, muss man tatsächlich mit ganz speziellen Geräten zur Venus fliegen. Das haben auch moderne Raumsonden bereits getan und herausgefunden, dass die Oberfläche der Venus unter anderem über und über mit Hunderten von Kilometer langen Spalten, Brüchen und tiefen Gräben durchzogen ist, dass sich dort ein Vulkan an den anderen reiht. Vulkane, von denen einige zumindest, so glaubt man, bis heute aktiv sind. Ja, und diese extreme und vor allen Dingen extrem lebensfeindliche Welt wollen wir uns heute also mal ein bisschen genauer angucken. Das heißt, wir wollen herausfinden, warum es auf der Venus so wahnsinnig heiß wird. Ja, und dafür habe ich hier mal einen kleinen Versuchsaufbau vorbereitet. Ich erkläre euch erstmal kurz, was ihr hier seht. Ist eigentlich ganz einfach. Hier vorne in diesem kleinen blauen Kästchen befindet sich ein Display mit zwei Zahlen. Und diese Zahlen sind Temperaturangaben. Denn an das Display angeschlossen sind zwei kleine Thermometer. Zu meiner Linken, das Thermometer hängt hier frei in der Luft. Das ist die blaue Temperaturangabe unten. Und rechts habe ich ein Thermometer hier an dem Deckel eines Marmeladenglases angebracht, damit ich es gleich in das Marmeladenglas hineinschrauben kann. Und dieses Thermometer ist die rote Temperaturangabe. Außerdem habe ich hier noch zwei Lampen, die gleich für Licht und Wärme sorgen werden. Ja, und mit diesem eigentlich ganz einfachen Versuchsaufbau möchte ich etwas simulieren, von dem ihr vermutlich alle schon mal gehört habt, nämlich den sogenannten Treibhauseffekt. Aber was genau ist der Treibhauseffekt eigentlich? Zunächst erst einmal ist der Treibhauseffekt etwas, was für das Leben hier auf der Erde wirklich existenziell wichtig ist. Er sorgt nämlich für angenehme Jahresdurchschnittstemperaturen hier auf der Erde. Das heißt, ohne Treibhauseffekt wäre es auf der Erde deutlich kühler, und zwar etwa so um die 30 Grad kühler. Wir hätten hier also permanent Temperaturen kälter als im Gefrierfach bei euch zu Hause. Nicht sehr angenehm. Ja, aber okay, was sorgt denn nun dafür, dass es eben nicht so kalt ist hier auf der Erde? Und dafür sind nun wiederum ganz bestimmte Gase verantwortlich. Ihr wisst ja, dass unsere Erde umgeben wird von einer Gashülle, der Luft, die wir tagtäglich atmen. Und diese Luft besteht aus verschiedenen Gasarten. Sie besteht zum Beispiel aus Sauerstoff, kennt ihr alle, aus Stickstoff. Sie enthält Kohlendioxid, habt ihr bestimmt auch schon von gehört, Methan und noch viele andere Gasarten. Und einige dieser Gasarten haben nun wiederum die Fähigkeit oder das Potenzial, Wärme zu speichern. Das können nicht alle Gase der Luft, aber eben manche. Und diese Gase nennt man dann Treibhausgase. Okay, und was macht nun so ein Treibhausgas? Die Treibhausgase sorgen dafür, dass das von der Sonne abgegebene Licht, also das Licht, die Wärme, die Energie der Sonne, zwar weitestgehend ungehindert unsere Atmosphäre durchdringen können, um die Oberfläche zu erreichen, dass dann aber die von der Erdoberfläche abgegebene Wärme nicht wieder an den Weltraum verloren geht. Das heißt, die Treibhausgase sorgen dafür, dass Licht und Wärme zwar in die Atmosphäre hinein können, aber nicht wieder raus. Und sorgen so dafür, dass die unteren Atmosphärenschichten schön warm bleiben.
Und genau das macht auch ein Treibhaus oder Gewächshaus im Garten. Und genau das wollen wir hier mit unserem Marmeladenglas mal simulieren. Das heißt, das Marmeladenglas stellt sozusagen unsere Atmosphäre dar und wird gleich, wenn ich hier das Licht anmache, dafür sorgen, dass das Licht und die Wärme meiner Lampe zwar in das Glas hineingeht, aber nicht wieder raus. Und wir beobachten dann mal, wie sich die Temperatur im Glas und die Temperatur draußen verändern. Also machen wir das doch einfach mal. Ich schraube jetzt mal unseren Temperaturfühler hier in das Glas. So. Und mache dann gleich beide Lampen an. Wir checken noch mal kurz die Temperatur. Ist ungefähr gleich an beiden Fühlern, 0,2 Grad Unterschied. Das ist aber für unseren Versuch nicht weiter erheblich. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Nach einigen Minuten zeigt, haben wir das Ganze mal im Zeitraffer durchlaufen lassen. Es sind jetzt etwa 20 Minuten vergangen, seit ich die beiden Lampen eingeschaltet habe. Und wir können jetzt schon sehr schön sehen, dass die Temperaturen in unserem Glas deutlich höher sind als die Temperaturen an dem Fühler ohne Glas. Und zwar sind es im Moment ja schon etwa 7,5 Grad. Aber eine Sache fehlt ja noch. Eine Sache haben wir ja noch nicht geklärt. Nämlich warum die Temperaturen auf der Venus so viel höher sind als auf der Erde. So, und dafür machen wir erst einmal unser Licht wieder aus und klären diese Frage noch. Was also macht die Venus nun so besonders heiß? Ja, und das hängt ganz wesentlich mit der ganz anderen Zusammensetzung der Venusatmosphäre zusammen. Denn was wir hier eigentlich gerade gemacht haben in unserem Marmeladenglas-Treibhaus ist, wir haben nicht etwa den Treibhauseffekt auf der Venus simuliert, sondern wir haben den Treibhauseffekt hier bei uns auf der Erde simuliert. Denn was befindet sich natürlich im Moment hier in unserem Marmeladenglas? Nichts anderes als unsere Luft. Die Gashülle der Venus ist aber ganz anders zusammengesetzt als unsere Luft. Erinnern wir uns, die Luft der Erde ist zusammengesetzt aus Stickstoff, Sauerstoff, ein bisschen Wasserdampf und Treibhausgasen wie unter anderem Kohlendioxid, Methan und anderem. Dabei ist Stickstoff mit 78% das mit Abstand am weitesten verbreitete Gas, dicht gefolgt von Sauerstoff mit ungefähr 21%. Das heißt, diese beiden Gase zusammengenommen, Stickstoff und Sauerstoff alleine, machen schon 99% der Erdatmosphäre auf. Und alle Treibhausgase der Erde zusammengenommen kommen nur auf unter 1%. So, bei der Venus sieht das allerdings komplett anders aus. Die Venusatmosphäre enthält nämlich über 96% Kohlendioxid. Über 96% Kohlendioxid. Und ich sagte ja bereits, Kohlendioxid ein wichtiges Treibhausgas. Das heißt, fast die ganze Atmosphäre der Venus besteht aus einem Treibhausgas. Das heißt, wenn wir realistisch sein wollen, müssen wir hier in unserem Glas auch noch ein bisschen Venusatmosphäre simulieren. Wir müssen also irgendwie Kohlendioxid in unser Glas kriegen. Ja, und das geht tatsächlich ganz einfach. Da helfen ganz einfache Haushaltsmittel. Beispielsweise könnt ihr Natron- und Zitronensäurepulver dafür verwenden. Wenn ihr das beides mischt und ein bisschen Wasser hinzugibt, entsteht eine chemische Reaktion, bei der Kohlendioxid gebildet wird. Ihr könnt aber beispielsweise auch einfach Backpulver nehmen und ein bisschen Essig zugeben. Das funktioniert genauso gut. Und ich habe hier auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ein kleines Fläschchen, in dem ich Zitronensäure und Natron gemischt habe und mit dem ich jetzt gleich mein CO2 produzieren möchte. Das Gute an CO2 ist, dass es relativ schwer ist. Es ist schwerer als Luft, sammelt sich dann also am Boden meiner Flasche an und ich kann es relativ entspannt von meinem CO2-Fläschchen hier in mein Marmeladenglas-Treibhaus schütten.
Und dann können wir unser Experiment nochmal starten und sehen, was passiert. So, los geht's. Vielleicht noch ein Wort vorweg. Es wird auf die Art natürlich nicht gelingen, so viel CO2 in das Glas zu bekommen, dass es im Verhältnis der Venusatmosphäre entspricht. Aber es sollte doch zumindest gelingen, so viel CO2 in das Marmeladenglas Treibhaus zu kriegen, dass wir dann gleich in unserem Experiment einen deutlichen Effekt erkennen können. Also, fangen wir mal an. Marmeladenglas auf. Dann Wasser rein in unser CO2-Fläschchen. So, ihr seht, es blubbert wie wild. Jetzt schnell versuchen, so viel des CO2s wie möglich hier reinzubekommen. Ups, so. Zumachen. Fest verschrauben. Licht an und los geht's. Versuch machen wir hier auch mal wieder nach 20 Minuten Schluss. In der Zeit konntet ihr in unserem Zeitraffer ganz schön zwei Dinge beobachten. Nämlich zum einen, dass die Temperatur in unserem Marmeladenglas-Treibhaus deutlich schneller angestiegen ist als beim ersten Versuch. Und jetzt nach 20 Minuten, also demselben Zeitraum, den wir uns auch für unseren ersten Versuch gelassen haben, ist die Temperatur im Marmeladenglas-Treibhaus deutlich höher, nämlich bei über 40 Grad Celsius, also etwa 8 Grad höher als bei unserem ersten Versuch. Ja, und wenn ihr jetzt Lust gekriegt habt, dieses Experiment selber einmal nachzumachen, dann könnt ihr wie üblich auf unserer Webseite nachschauen. Da gibt es ganz viele Tipps und Tricks zum Nachmachen und natürlich auch ganz viel weiterführendes Infomaterial über den Planeten Venus. Ja, und beim nächsten Mal, da wollen wir uns dann mit unserem eigenen Planeten ein bisschen näher beschäftigen und der Frage nachgehen, wieso es eigentlich nur auf der Erde und nirgendwo sonst im Sonnensystem von Leben nur so wimmelt. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Tschüss!